guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Inside. Und das machen wir jetzt auch wieder gerade, wir gehen mal Inside the Water. Ja, hoffentlich nicht allzu lang. Den kleinen unheimlichen Mädchen. Runter, da kannst du direkt unten. Da unten. Und hoch, 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 hoch. Knapp war es, ja. Damn. Ich konnte den Ausgang schon riechen. Ich hätte so Bock, dieses Ding in irgendein so Rotorblatt oder sowas reinzuschnitzen. Moment. Ach so. Das ist ein Stockwerk höher noch. So, jetzt kommt mit ganz viel Anlauf. Ja, vielleicht ein bisschen zu spät. Alter, vielleicht mal einen Kopfsprung machen. Nee, wirklich. Das ist saugefährlich, so reinzuspringen. Ja, das kriegst du. Ja, Kopfsprung ist auch nicht so sicher, oder? Also, wenn ja, aber das ist ja eher, das ist ja eher ein gesteuerter Sprung. Also ein Kopfsprung ist tatsächlich sicherer als ein Fußsprung. Okay. Also es hat so... Also korrigier mich, aber ich glaube, es hat ein bisschen was zu tun. Ach komm. Ich hätte auch gedacht, dass man da hoch kann. Dass man eher so stromlinienförmig runter kann. Wow. Oh. Nein! Ach du glitscht da durch den Boden. Ja, wirklich. Frechheit. Ja gut, das hat uns jetzt ein bisschen aufgehalten, dass wir gedacht haben, man kommt da hoch. Ja. Aber das ist leider dreidimensional. Da kannst du nicht. Ja. Nicht nach links schwimmen. Geht schon mal an die Oberfläche. Obwohl man eigentlich unter Wasser ja schneller unterwegs sein müsste als über dem Wasser. Also zumindest so eine Kombination aus unter und über dem Wasser. Ist doch der Gag, oder? Dass man an der Wasseroberfläche eher mehr Widerstand hat, als wenn man so immer so abtaucht und dann. Ach so? Ich denke, das ist doch der Gag, weswegen bei irgendwelchen Wettbewerben, also was weiß ich, Olympisch oder sonst was, oder bei Brustschwimmen und so, die Leute mal abtauchen und wieder rauf, dann wieder abtauchen und wieder rauf, wenn du schneller bist. Ah, okay. Haben wir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ja. Oh Gott, Ja, gut. Okay, der fährt jetzt immer hin und her. Ach so, es ist automatisch. Okay, ich wollte gerade sagen, weil hätte ich jetzt nicht verstanden, welches physikalische Prinzip uns jetzt wieder dazu geschickt. Ist die Frage, ob man da... Hä? Keine Ahnung, ey. Wir müssen so ein Viech angeln. Sich so selbst als Köder an den Haken hängen unten und so. Ja. Okay. Probier so. Jetzt geht's wieder runter, ja. Ich echt. Nein! Also das war jetzt aber auch. Ich dachte. Ich weiß nicht, was ich dachte. Ich hab's einfach mal ausprobiert. Ja, okay, aber warum. Ja, auch warum auf der anderen Seite? Ich hab jetzt auch nicht so wirklich eine Ahnung, warum. Wir müssen schon auf dieser Mittelplattform, ob es hier oben irgendwas gibt, ne? Ja, wir sehen es jetzt auch gerade nicht. Ja, okay. So, ja. Also im Zweifel musst du auf jeden Fall dann nach links. Und dann kann man ja immer, wenn man da ganz am Ende ist, kann man ja immer noch mal schauen, warum man da hin muss. Hat sich nur schon mal drauf gefasst, mal eher weiter nach oben zu gehen als nach unten. Mhm. Ach, du legst den, ich verstehe, du legst den Schalter da oben. Ich check das nicht mehr, nicht, dass diese Lichter, dass das Schalter sind. Ich denke halt immer nur, dass es so ein Licht, was halt da ist, weil du dort bist. Kannst du hoch, noch weiter hoch? Nee. Weiß ich nicht. Also, das macht irgendwie so alles keinen Sinn. Bin ich aber köstlichst überfragt. Vielleicht machst du das wirklich mal hier mit so Fischen, also Fischangeln. Ja, aber ich hab. Ja, okay, ich kann's probieren. Ja, was anderes, was willst du denn sonst machen? Du kannst ja nur zurück auf die Plattform. Ja, kann. Das bringt dir ja nichts. Ja, jetzt ist zu spät. Also wenn, dann musst du es machen, wenn du unten bist. Naja, genau. Das ist halt ein bisschen tricky, dass man sich nicht aus den Fallen lässt. Da, komm. Nö, ist natürlich egal. Ich kann auch gar nicht. Achso, ist hier rechts fast? Nee, nicht? Ja, das ist irgendeine Brücke, aber da kommt er nicht ran. Irgendwas muss es mit dem Ding ja auf sich haben. Das ja, klar. Ist nicht einfach so da. Gut, also schwingen muss man, glaube ich, nicht. Die ist irgendwie so schwer, die Kette, das geht so langsam. Oder man muss schwingen. Ich weiß nicht, ob man einen Schwung holt dadurch, dass das. Wenn der Kran von links nach rechts, dann. Ich hatte gerade überlegt, ob man. Wenn es halt wieder zurückkommt, im richtigen Moment Schwung nimmst, dass du halt über diese Kante hinwegkommst. Ja, das kann sein.
Also ich, wahrscheinlich muss ich, kannst du dich außen rumdrehen? Nee, ja. Ja, okay, dann muss es Nee. wahrscheinlich so kreisende Bewegungen. Ja gut, das war es Vielleicht musst du natürlich. weiter runter, ich glaube, da kriegst du mehr Schwung. Schaut zu Fuß gerade nicht ineffektiver. Nee, es ist auch eine Ebene dahinter, glaube ich. Also ich war jetzt eigentlich auch in der, auf Höhe der Plattform. Ja, spring einfach da mal ins Wasser und dann schauen wir mal, was da Schauen wir unten mal. ist. Vielleicht finden wir dann noch raus, wofür wir das braucht Da haben. unten, okay. Ja gut, das wird auch nichts. Vielleicht lockt das Ding auch ohne uns das Viech an. Das kann natürlich sein, ja. Spring mal ab. Siehst du irgendwas? Nee, Nee, aber ich egal. sehe es auch so nie. Also es ist halt. Das hat nicht funktioniert. Mann, ich würde Oh. wenigstens gerne wissen, was der Schalter macht. Das ist dumm. Ja, das kannst du knicken, also da kommst du nicht rechtzeitig hin. Bin so ein. Ja, keine Ahnung. Ich glaube wirklich, dass man das Viech mit dem Ding anlocken muss. Weil das, dass man selber halt dranhängt und im Wasser halt. Du warst ja nicht ganz unten mit dem Ding. Ich glaube schon, aber ich probiere es nochmal. Könntest ja hier mal probieren, wie weit man, wie das ausschaut, wenn er ganz unten hängt. So. Kannst du überhaupt. Er geht schon. Gehst du mit X runter oder gehst du Nee, einfach mit. mit dem linken Okay. Joystick. Und wenn du den Stick maximal bewegst, dann geht er komplett runter oder was? Nee. Nee, also nee, meinst du nach links und rechts oder was? Wie will ich den maximal bewegen? Ja, du musst ja. Also je Du nachdem, wie bewegst. stark ich den drücke, desto schneller klettert er. Ja, aber kannst du ohne X zu drücken runter von dem Ding? Ja. Okay, das war meine Frage, ja. Das ist das Problem, deswegen mich hier so ein bisschen an. Ja. Ja, ich kann es probieren und schwingen noch so ein bisschen, wie so ein zappelnder Wurm irgendwie. Ja. Ja, stimmt, wahrscheinlich ist es halt echt. Weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter, weiter runter. Noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Ne, du bist nicht längst, nicht ganz. So, Ah jetzt. ja, da, oh Gott. Ah, jetzt, ja. Aufwärts, aufwärts, aufwärts! Ja, fangen sollst du dich halt nicht lassen. Ja, aber was ist der Witz? Das muss mich ja. Das Ja, wird er. vielleicht spießt es sich auf, ich weiß es Das nicht. wird. Ja, Irgend okay. sowas in der. Ja, eine Ja, andere ich Variante. dachte, das klebt dann an mir dran und außerhalb des Wassers ist es machtlos. Das kann natürlich auch sein. Aber ich probiere es erstmal dann schnell hochzuklettern, wenn es kommt. Ja, aber ich wollte gerade nicht sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, wir hatten es doch vorhin auch schon, dass es sich ja trotzdem dann noch, wenn es sich erwischt, ins Wasser reinzieht. Ja. Zweifel hat das mehr Kraft als dieser Halbstark hier. Na. Ah. Ja, das ist nicht so leicht. Ja, ich glaub's schon. Aber du hättest tatsächlich noch zum Rand schwimmen können. Nein, niemals. Doch. Ach komm, also für das Rätsel könnte man auch wirklich direkt bei dem Haken das spawnen. Na egal. Das Coole ist, du kannst bei dem Spiel, also das Spiel hat relativ viel, setzt trotzdem relativ viele Speicherpunkte und du kannst halt immer, also jederzeit können wir auch einen älteren Speicherpunkt wieder machen, was total hilfreich war, wo ich, so jetzt bist du hoch. Nein, da fällt es auch nicht drin. Nee, das will ich schon festhalten. Boah. Ja, ich sag ja, das reißt dich auf jeden Fall ins Wasser. Vielleicht muss man das irgendwo hinbekommen. Vielleicht, ich weiß jetzt, ist vielleicht musst du einfach da so ein bisschen da halt hier mit dem Seil im Wasser rumschwimmen, planschen. Vielleicht bleibt es dann eine Weile Ja, da. genau, vielleicht muss ich es nämlich, Kannst nach links laufen. Also vielleicht denkt sich's dann halt wirklich so, okay, ja, vielleicht taucht er da ja wieder auf in der Ecke. Das kann, ja, das kann Ja. sein. Weil jetzt wartet es ja direkt hier unter der Plattform. Das ist natürlich Ja. Ja, klar. sehr Ja, das macht praktisch. Sinn. Und dann haben wir genug Zeit, um drüben runterzukommen zu dem Schalter. Ich finde meine Variante aber trotzdem besser mit Aufspießen. Probieren wir erstmal die Variante, die du jetzt gerade eben hier vorgeschlagen hast. Hoch. Das ist nochmal. Ja, genau. Hoch, hoch, hoch. Jetzt ist es Ja. nämlich da. Ah, okay. Und sobald du unten bist, also sobald es drüben ist, sofort runter. Und runter und ins Wasser. Und Schalter an. Wow.
Okay. Hoch, 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 hoch. Ah, oh schön. Mann, das war nicht so easy. Ja. Also ja, das war nicht so schwer, aber da ist man drauf zu kommen. Komm, spieß, vielleicht spießt sich's ja auf. Ja. Kann ja sein. Oh. Auf sein. Ja. Ein bisschen Anlauf holen. Ja, kannst ein bisschen schwingen. Ne, ich würde nicht zu hoch. Jetzt kannst du abspringen. Und lauf. Gottes Willen. Oh nein, ich meine. Das klingt schon wieder so. Was die Viech. Ja, also Panzerknacker-Ausrüstung nicht dabei. Ist das eine Schleuse oder so? Das ist ein Rad irgendwie. Hä? Verstehen. Ach so, muss drücken. Ja. Ja. Ah ja, aber klar. Kannst du jetzt schon direkt drauf? Ja. Das habe ich mir aber anders vorgestellt. Das ja, ich sehe es auch. Das ist hier jetzt endlich los, werden. Schenken wir uns irgendwie wieder runter, oder? Ja, das ist eine Wand. Das ist eine Wand. Gleich von außen. Verstehe. Gut, jetzt müssen wir jetzt aber noch drüben warten. Yes. Schalter, Schalter, Schalter. Und wieder hoch. Obwohl, ne, geh runter. Das passt schon. Jetzt kurz angenommen. Jo. Ah, nee, das wird nichts. Kannst du knicken. Hm. Ich habe jetzt nicht mehr gesehen, was drüben ist. Sehr weit weg ist eine Kante, aber das war schon noch ein gutes Stück. Ich weiß nicht, ob. Ist halt die Frage, ob das Tor halt komplett offen bleibt, weil wenn es offen bleibt, dann kann man auch da wieder mit Bug rausschwimmen. Ja, aufmachen muss es auf jeden Fall. Ja, ich überlege bloß gerade, was am klügsten ist. Puh. Ja, dann macht man es auf, aber wieso sollte man wieder. Ja, damit man dann wieder Zeit hat, um dann nochmal runterzuschwimmen. Das hat aber null Zeit gekostet, eigentlich. Also der ist hier überhaupt nicht stehen geblieben. Ja, aber du hattest überhaupt nicht ansatzweise eine Chance, irgendwie wieder an die Luft zu kommen, ohne dass ich viel probiert habe. Also Knopf drücken, gleich wieder hoch. Ja. Es kann halt sein, dass das Tor halt wieder zugeht. Oder dass du nicht schnell genug da oben ankommst. Ja, der kommt dann irgendwie. Kannst du dich nicht hochziehen oder konntest du dich nicht gerade nicht hochziehen? Es kann sein, dass ich mich nicht hochziehen konnte. Okay. Ich war zwar meines Erachtens schon ziemlich nah am Rand, aber weiß ja nicht. Das ist ja auch bestimmt schon seit 2 Stunden am Rumrennen oder so. Ist auch schon ein bisschen entkräftet. Das Viech ist schon seit Jahren im Rumschwimmen. Was soll das denn mal sein? Nee, es geht. Okay, es geht prinzipiell nicht. Ja gut, dann wissen wir, dass wir da durch müssen. Gut, du musst einfach den kürzesten Weg wählen und dann halt, also quasi direkt, wenn man unter dem Tor durch ist, dann senkrecht wieder nach oben. Ja, hey, aber ich weiß nicht. Senkrecht ist es ja auch nicht. Das ist ja irgendwie, das ist schon ein ganzes Stück weit rechts. Es ist erst das Ding, wo du rauf musst. Also da, wo wir geschnappt wurden, da flog ja irgendwie so eine Kiste oder so rum. Und das war maximal die, es war, also auf der anderen Seite war das überhaupt, wenn überhaupt, erst ein Viertel, beziehungsweise die halbe Strecke zu dem. Also das war eigentlich schon ziemlich schnell, Ja, was anderes hat schnell schwimmen, kannst du jetzt auch nicht versuchen. Ja, ist die Frage, ob man das Viech da irgendwo hinlocken kann, aber das ist ja jetzt eigentlich gerade da schon. Also da viel weiter weg bekommt man es eigentlich. Da sehe ich jetzt nicht, wo man es hinlocken soll. Ja. So, Schalter und dann direkt runter. Bam. Schwimmen. Ja, das ist natürlich, das ist tödlich. Also da, es geht mit dem Kopf gegen. Alter, das hat jetzt fast gar keine Zeit gekostet. Doch, also es hat meiner Meinung nach, ich glaube nämlich, dass da erst die Kante ist. Ja, aber das so viel Zeit hat das mit dem Kopf hängen bleiben auch nicht gekostet, dass wir das sonst geschafft hätten. Ich glaube, dass da jede Sekunde zählt. Ja, schon, aber wenn uns noch 20 Sekunden fehlen, dann macht eine Sekunde mehr oder weniger auch nicht viel aus. Ich weiß halt nicht, ob exakt wo wir hin müssen, das ist halt der Punkt. Ja, ich auch nicht, das ist halt die Sache. Wir sind ja nicht mal an die Oberfläche gekommen, also da hat ja schon irgendeine Zeit gefehlt. Ja, aber lass erstmal trotzdem ganz kurz. Jetzt geht's hier doch, oder? Jetzt geht doch. Man muss dann noch. Ja, ich habe ja gesagt, entweder kann man das allgemein nicht oder kannst du das nicht. Ja gut, das schaffst du jetzt nicht mal im Leben. Ja. Das ist ja echt. Wenn du da zweimal mit deinem Füßchen reingehst und das Füßchen das anhaut, ja, ist mir schon klar, dass es dich erwischt. Okay. Kennen wieder das U-Boot. Aber das hat ja auch nichts gemacht, das hat das U-Boot auch. Wird das bitte schön das U-Boot kaputt gemacht? Das verstehe ich auch nicht. Was ist denn das für eine Scheibe? Ich meine, das muss ja enormen Druck im Wasser aushalten. Ja. Das kann ja nicht sein, dass so ein das haarige Ding da. Diese Scheibe kaputt macht. Das sag ich doch, geht doch. So, jetzt ist es hier. Jetzt gehst du halt zum anderen Becken. Ich hoffe nur, dass das Tor offen bleibt.
Ich glaube schon. Jetzt gehen wir hier mal so ein bisschen. Hoch! Ich bin ein leicht bekleidetes Bikini-Model hier im Wasser. Ja. So, rauf, rauf, rauf. Um Ja. Gottes Willen, rauf. So. So, ja, schauen wir mal. Aber gut, da hätte es ja vorher eigentlich auch sein müssen. Ja, aber du hast immer noch mehr. Also, ich schätze mal, dass du trotzdem etwas mehr Zeit hast. Du kannst jetzt geradeaus einfach. Ah, okay, ja. Rauf, 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 damit wir zumindest mal sehen, wo wir hin müssen. Bin weiter, geht's nicht. Ich Almost. hab nicht bei euch. Ja, nee, kannst du nicht an die Oberfläche an der Stelle? Ich Nee, würde. ich glaube nicht. Also ich kann versuchen A zu drücken, aber ich glaube nicht, dass er so einen Sprung aus dem Wasser machen kann. Nein, nein, ich. Das Ja, Problem ist. aber ich war schon so weit oben, wie es geht. Ach so, ja, Also genau, das war nicht meine Frage, weil ich ja. sehe nämlich nichts. Ja, Also ich auch gerade. nicht. Vielleicht ist da auch nichts. Vielleicht muss man einfach nur weiter schwimmen. Also. Umdrehen. So knapp immer. Nein, geht ja doch. Also hier geht er alleine von alleine rauf. Und drauf. Oh. Ja. Ach komm. Die letzten Meter nochmal zum Sprint Ja. angesetzt. Wow, ich dachte, es hätte mich. Ja. Wenn du dir heute nicht die Zehennägel geschnitten hättest, dann hättest du dich erwischt. Ach komm. Jetzt hier geht er super schnell aus dem Wasser, aber nicht, wenn das Viech gerade in Reichweite Jetzt kannst ist. du schon raus. Schade. Kannst raus. So. Jetzt volle Garne schnell rein und los. Schwimm, 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 schwimm. Nicht dagegen schwimmen. So. Ja, Ja, das kostet. ich sehe das so schlecht, weil die Lampe so ein bisschen blendet. So, also weiter rauf geht nicht. Fuck. Das wird nichts. Mann! Ich glaube, du musst da unten sogar weiter. Das Das kann kann ich sein, glaube, das ja. glaubst du gar nicht. Ist halt die Frage, wie ich dann mit Viechern Ja, komme. du sparst aber Weg, weil du nicht rauf schwimmst. Das heißt, du sparst Ja, Weg, das sondern stimmt. wir sind eine Kurve, eine Ellipse sind wir gesprungen. Ablenken, indem du so ins Wasser reinpinkelst. So James Bond-mäßig nach hinten irgendwie so ein Öl ablassen oder so, halt so ein Urin. James Bond das im Wasser immer macht. Ja, genau. Muss gerade so an den ersten Austin Powers denken, wo er mit der netten Dame namens. Alter, das hast du jetzt aber wirklich provoziert. Ja, ich weiß nicht, also wenn das Viech Ja, nicht. aber du warst ja nicht mal im Becken. Also du warst ja Ja. nicht mal. Wer ins tiefe Becken geht, muss sich dann nicht wundern. Es Das ist sah so überall aus, es sah so ausgeschildert, aus, dass da als ob das tiefe ich, Becken ja, es sah anfängt. so aus, als ob ich am Rand wäre irgendwie, von mir aus. Nee, auf jeden Fall im ersten Austin Powers, wo er mit der netten Dame namens Alotta Vagina, wo ich immer nur gedacht habe, Ach komm, Blom. ey. Wo ich. Ach, jetzt mach halt auch schneller, jetzt müssen wir jetzt stundenlang die Sterbeanimation sehen, was Ja, anders. wirklich. Aber auf jeden Fall mit Alotta Vagina, wo ich über all die Jahre habe ich immer nur über den Nachnamen gelacht und da tatsächlich erst im Englischen rausgefunden, also ich habe mir dann immer gedacht, in den anderen Teilen haben die sich aber bessere Namenskombinationen ausgedacht und im Englischen ist tatsächlich lustig, weil das heißt A Lot of Vagina Ja, klar. und im Deutschen ist halt einfach der Vorname nichts. Und ja, auf jeden Fall sitzt er dann mit ihr in so einem Whirlpool drin. Fängt aber mega furzen an, so brrrt. Ach so. Und sie Das schon. kommt, das merkt man Ja. im Whirlpool ja dann nicht, oder? Naja, doch, also das hast du gemerkt. Okay. Und er denkt sich, ups, ist und sie macht es einfach auch. Ach so, okay. Muss ich gerade irgendwie dran denken. Ja, jetzt machst du es so, dass du halt wirklich. Also A, jetzt schon mal nicht gegen. Was denn? Was meinst du, dass es uns sieht hier durch das Gitter und Ich glaube, mitschwimmt? das folgt dir, das folgt dir den ganzen Weg da lang. Sonst wäre es Warum? vorher nicht so schnell da gewesen. Ich glaube nicht. Ist geradeaus, einfach nur geradeaus. Ja, es gibt nämlich keine Luft mehr. Nee.
Ach Gott, ich verstehe das Dann nicht. versuch mal da, vielleicht ist es ja direkt hinter dem Tor, dass du da gerade rauf musst. Vielleicht ist es ja eine Plattform oder so. Wir haben es ja nicht Das, versucht. Wir ja. sind ja immer schräg irgendwie weitergegangen. Ja. Ich wollte es am Anfang probieren. Ja, klar. Egal. Als mit dem Kopf Ja, genau. gegen die Tür gestoßen. Das gehört ja alles zur Taktik. Oh, langsam nervt mich das Viech. Der ganze. Das nervt wirklich. Kann es mit so langen Haaren so gut schwimmen? Das ist doch schon total. Bremst doch bestimmt total unter Wasser. Und haben jetzt keine Badekappe auf. Ja. Okay, bitte näher zum Becken. Rand. So. Jetzt muss halt wirklich so, dass mit direkt drauf schwimmen. Ja. Ja, man Nee, sieht da halt ist halt nichts. nichts. Jetzt vielleicht mit dem Käfig da unten irgendwas aussehen. Nee, der ist so weit hinten. Nein, da direkt unter dir ist ein Käfig. Ach so, den habe ich noch Oder gar nicht gesehen. eine Kiste. Also, ich würde es als Käfig bezeichnen. Das ist ein rechteckiges Objekt, was Metallbestreben an den Außenseiten hat. Und ich vermute, dass sich zwischendrin Fenster befinden. Ah, Ich okay, gut. würde das jetzt als Käfig bezeichnen, aber eigentlich ist es ein Objekt, was sich meiner Kenntnis entzieht, wie ich es bezeichnen würde. Ah, Alternativ zum Käfig. Ja, das. Geh halt! Oh Mann, Ich ey. schwimme mit Handicap. Ja, also, komm. Oh, ich hoffe wirklich, dass wir Ich nicht. musste mal diese Musik von täglich grüßt das Murmeltier irgendwie ein Ding, was diese Weckermusik, die immer morgens immer so weckt. Hätte ich leider noch nicht gesehen. Alter, wie kann. War das knapp, ey. Du musst nicht 20 Mal den schlechten ersten Resident Evil Film schauen. Du kannst stattdessen mal gute Filme schauen. Ich hab den nicht 20 Mal geschaut. Also über die letzten Zum, 15 Jahre zumindest, verteilt zum, vielleicht schon. zumindest nicht diese Woche. Absoluter Klassiker der Film. Ja, ich weiß schon. Aber es gibt so viel Klassiker, die kannst du nicht alle Ja, anschauen. doch kann man. So schwer ist das gar nicht. Bist du nur einlegen oder bei Amazon Prime oder so? Ja, den Käfer kann ich geben. Ach so, ja gut. Ja, gut, was bringt halt nichts. Aber mein Gott, das war das Erste, was ich gesehen habe jetzt. Ja, schwimmen wir dann nochmal hin und schauen mal. Wir können uns ja mal einfach mal so oder umschauen, was sich denn da unten befindet. Aber wenn ich jedes Mal den Scheiß mit dem Kel mit dem der Ja, Klappe machen das ist müsste. super ätzend, ey. Ich finde das auch gerade ein bisschen dumm, weil normalerweise ist eigentlich in dem Spiel immer ersichtlich, was du machen musst. Also es ist schon klar, du musst mal so ein bisschen Timing-Geschichte, du musst dann doch so ein bisschen rumrätseln, wie du es machst, aber es ist immer erkennbar, dass du was an der Stelle Ja. machen musst. Aber das sehe ich hier halt überhaupt nicht. Vielleicht geht man es noch mal ein ganzes Stück weiter zurück. Was gibt's denn? Aber, Na, da nee, hier sind wir kannst erst reingesprungen. du. Nee, Ja, okay, du kannst definitiv ja nicht nicht. mehr dazu. Außer das Viech halt hier anlocken. Aber jetzt weißt du, was man machen muss? Oh, wir sind zu dumm. Geh mal hoch. Muss einfach darüber den Schalter umlegen und dann kommt das Viech nicht hinterher. Ach Gott. Vor allem der leuchtet auch noch so. Drücken. Und runter. Ach Gott. Ja klar, es ist so. Jetzt musst du aber mal schauen, dass du gleich raufkommst. Also da kann man ja nicht rauf, offensichtlich. Doch, das ist so. Jetzt! Jetzt Jetzt geht's. geht's! Es ist so ein Witz. Oh Mann. Meine Fresse. Also weißt du, ich Okay. bin gerade mehr genervt von meiner Unfähigkeit, Ja. da drauf zu kommen. An Oh der Stelle Mann, ey. schalten wir uns mal ab und hängen uns. Also Ja, in wow. der nächsten Folge kann es sein, dass wir unsere baumelnden Leichen irgendwie hier an der Ja. Decke, aber das Let's Play Vor allem, geht weil wir weiter. es 5 Minuten davor noch gemacht haben, ey. Unglaublich. Ja, gut. Bis dann, ciao. Ja, okay.